UFO-Phänomen, Dr. Fieber. Naja, man kann es zumindest vermuten. Wir haben es ja gesehen hier in dem Film gerade, diese sogenannte Telemeterscheibe. Es gibt Berichte auch aus älteren Jahren. Das Phänomen tritt ja nicht erst seit ein paar Jahren auf, sondern man kann es zurückverfolgen bis in die 60er, bis in die 50er Jahre hinein. Wo der Zusammenhang zwischen Kornkreisen, damals waren es wirklich nur Kreise, und UFOs dadurch deutlich wird, dass eben wirklich in dem Moment, wo dieses Feld entstand, auch ein UFO da war, dass es also eine Spur hinterlassen hat in Form eines solchen Kreises. Diese Scheiben, um da nochmal darauf zurückzukommen, das sieht ja nicht so aus, als sitzt da ein kleines grünes Männchen drin. Nein. Man sagt allgemein Telemeterscheiben dazu. Ja. Ich würde das nicht so nennen, das impliziert, dass wir wissen, was es ist. Wir wissen es nicht. Es gibt einige UFO-Beobachtungen, wo gesehen wurde, dass diese Scheiben größere Objekte verlassen und auch wieder zu ihnen zurückkehren. Ich würde vorziehen, sie einfach UFO-Satelliten zu nennen. Das ist vielleicht ein bisschen neutraler. Hm. Es scheinen unbemannte Objekte zu sein, die irgendwelche Forschungsaufgaben vielleicht wahrnehmen. Aber was letztlich dahinter steckt, genau wie mit dem ganzen Phänomen, wissen wir natürlich nicht. Dankeschön, Dr. Fieber. Zusammen mit dem ehemaligen NASA-Techniker Pat Delgado und dem Piloten Busty Taylor begann Andrews Kornkreise zu dokumentieren und Luftaufnahmen zu machen. Bis 1989 waren hunderte von Kornkreisen durch das Andrews-Team und andere erfasst worden. Jeder wusste, dass die Kornkreise über Nacht auftauchten, aber die Bauern berichteten keine nächtlichen Aktivitäten in ihren Feldern. Häufig seien über den Kornkreisfeldern schwebende Lichtkugeln gesichtet worden, leuchtende, unidentifizierte fliegende Objekte. Im Jahr 1990 konnte der Fotograf Stephen Alexander unerwartet bei Tageslicht diese geheimnisvollen Lichter auf Video festhalten. Diese Lichtquelle wurde aus sehr großer Entfernung aufgenommen. Dann 1999 gelang einem anderen sogar ein noch klareres Bild über einem Kornkreis bei Barbary Castle, England. I can't think what that is. Can you see it moving across? No. Where are the cameras pointing? Als Kameramann Don Fletcher versuchte, seine Kamera stabil zu halten, schwebte die weiße Lichtkugel über eine große Getreideformation. Die Leute, die im Kreis spazieren, scheinen sie nicht zu bemerken, aber auf Band ist das Bild klar zu sehen, bis die leuchtende Sphäre schnell hinauf in den Himmel und außer Sicht aufsteigt. Can you see it moving across? Sie sind völlig unerklärt. Sie bewegen sich zielgerichtet zu den Kornkreisen und in sie hinein, als ob sie nachschauen wollten, was innerhalb der Markierungen liegt. Das ist nicht wie ein Kinderballon, den man an einem windigen Tag aufsteigen lässt. Es ist eher so, als ob dieses bestimmte Objekt durch irgendjemanden oder etwas aus der Ferne kontrolliert würde. We'll be right back.
1974 sendeten wir eine Botschaft ins All über das SETI-Projekt. Wir sendeten diese Botschaft mit dem Radioteleskop Arecibo in Mexiko in das All. Das Signal wurde folgendermaßen aufgebaut in 10 Einheiten. 1. Das Dezimalsystem mit den Zahlen 1 bis 10. 2. Die Atomanordnungszahlen 1, 6, 7, 8 und 15 für biologische Schlüsselelemente. 3. Formeln für Zucker und Basen in den Nukleotiden der menschlichen DNS. 4. Anzahl der Basenpaare in der menschlichen DNS. 5. Doppelhelix Anordnung der DNS-Stränge. 6. Ein Mensch-Piktogramm mit durchschnittlicher Größe von 1,75 Meter. 7. Die Population der Erde mit 4,3 Milliarden Menschen, Stand von 1974. 8. Unser Sonnensystem als Piktogramm. 9. Das Teleskop von Arecibo als Piktogramm. 10. Durchmesserangabe zum Teleskop mit 305 Metern. Thank you.